schön. Sag ich erst. Schön hier zu sein. Ja, allerdings. Und auch dieses kleine Gespräch zu führen. Mhm. Schon ganz aufgeregt. Ich auch. Erstmal auf Deutsch für mich. Mhm. Aber du wirst mich ein bisschen helfen, hoffentlich, na klar. Wenn es nicht geht. Was würdest du auf der Bühne niemals tun? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, das ich nicht tun würde, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Mhm. Vielleicht ist es so, es gibt eine Grenze, aber ich bin damit nicht konfrontiert. Also, aber ja, was denkst du? Das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ich finde auch, dass es für mich immer einen guten Grund haben muss und dass es auch zur Rolle passen muss. Mhm. Ich habe natürlich Schwierigkeiten, wenn es um reine Provokation geht oder wenn es darum geht, einfach körperliche Attribute zu zeigen, aber es trägt zur ganzen Handlung überhaupt nichts bei oder zum Charakter. Zum Charakter. Ja. Das stimme ich zu. Aber also ich glaube, ich hätte schon vielleicht ein paar Probleme damit, komplett nackt zu sein. Also das würde ich, glaube ich, eher nicht machen. Wenn es einen richtig guten Grund dafür gibt, dann wirklich, vielleicht. Dann müsste es auch ein wirklich guter Grund sein. Genau, ja. Das stimmt. Okay. Schnell weiter. okay, das hier ist eine Publikumfrage von Andrew. Er fragt, hast du Lampenfieber und was unternimmst du dagegen? Seriöse Frage. Ich habe tatsächlich oft ziemlich viel Lampenfieber. Das ist immer, es ist auch sehr dynamisch, es ist manchmal weniger, manchmal mehr. Aber gerade in letzter Zeit, wenn man mal irgendwie die Möglichkeit hatte, Gott sei Dank aufzutreten, dann war das Lampenfieber enorm groß. Was macht man? Also es gibt Atemtechniken, es gibt einem natürlich Ruhe, wenn man sich ganz in Ruhe vorher einsingt, wenn man wirklich rechtzeitig an Ort und Stelle ist, wenn man sich wirklich mit dem Mindset irgendwie auch auseinandersetzt, du stehst gleich auf der Bühne. Ja, genau. Sonst habe ich meine Bachtropfen, also so kleine Helferlis, die mich einfach ein bisschen runterbringen. Ja, genau. Aber ich hatte so ein Ritual mal, dass ich mich so in eine Ecke gestellt habe und echt so 10-mal ganz tief durchgeatmet habe, damit einfach der Körper wieder ein bisschen besser auf einen hört. So, man ist so ohnmächtig teilweise, wenn der Körper nicht das macht, was man will. Fühlst du, dass es so ein kleines Tabuthema ist, also über Lampenfieber zu reden? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass es, man sagt es nicht so gern, dass man es hat. Ja, natürlich. Es gibt ja diese Grenze zwischen aufgeregt sein, freudig aufgeregt sein und tatsächlich diese Angst, die man teilweise auch empfindet, wenn einfach der Druck sehr hoch ist. Es ist eine Premiere, alle Chefs sind im Publikum, Kritiker und so weiter. Ja. Man hat tatsächlich teilweise ein paar Skrupel, das vielleicht jedem mitzuteilen. Ja. Aber weil ich hatte auch schon am Anfang also ganz sehr großes Lampenfieber. Ja, ja. Und ich habe für drei Jahre diese, wie sagt man, kognitive Therapie gemacht. Genau, also und wirklich, ich hatte mich beschlossen, dass das hier soll nicht ein Grund sein, warum ich diesen Beruf nicht mache. Also, und das hat sehr geholfen. Ich finde auch, dass am Ende, wenn man sich konzentriert darauf, also warum sind wir hier? Um eine Geschichte zu erzählen. Ja. Also für Publikum, für das Publikum. Ja. Nun denn, welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Okay, das ist ganz einfach für mich. Ich denke, also nach England und Deutschland zu ziehen, sagt man das? Ja. Ja, weil das war sehr augenöffnend irgendwie. Und hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, die ich vielleicht nicht in Schweden hätte. Mhm. Ja. Wie viele Opernhäuser gibt es in Schweden? 4, 5. Ja, okay. Also mit so festen Jobs vielleicht 3. Ja, Wahnsinn. Und das ist ja ein großer Unterschied von hier. Ja, das ist also ich liebe Schweden. So, nicht dagegen. Das ist wunderschön. Ich möchte auch gerne da arbeiten, aber ja, Deutschland war wirklich ein sehr guter Schritt für mich. Ja. Ja. Und du? Für mich war es tatsächlich hier in Stuttgart vorzusingen. Ich war 23 oder 24, war noch nicht mal mit dem Studium fertig. Ja. Und mein ehemaliger Professor hat mir hier ein Vorsing verschafft.
Gott sei Dank. Und ich sang hier vor und dann wurde mir die Opernstudiostelle sofort vorgeschlagen. Und ich so, das ging ja wahnsinnig schnell. Also ich hätte auch nie damit gerechnet, dass das so funktionieren könnte. Nein, es war das Gleiche für mich hier. Ja, genau. Ja. Und ich bin in Leipzig, habe da studiert und ich liebe diese Stadt. Und hatte schon Schwierigkeiten erstmal, oh Gott, Stuttgart, ich kenne diese Stadt überhaupt nicht, ich kenne niemanden hier, aber ich meine, damit müssen wir ja alle umgehen, dass man einfach irgendwo hinkommt, wo man niemanden kennt und wo man halt einfach erstmal schauen muss, wie man sich akklimatisiert. Ja. Aber nee, Gott sei Dank habe ich hier vorgesungen, das ist echt das Beste. Oh, super. Wurdest du jemals mit der Aussage konfrontiert, dass sich dein Aussehen auf deine Karriere auswirken würde? Ja, klar. Okay, das ist eine sehr seriöse Frage eigentlich. Mhm. Ich weiß nicht genau, was ich mir sagen soll als ja, klar. Und hat dich das geprägt? Also hattest du das Gefühl, dass du da weniger selbstbewusst auftreten kannst? Also eigentlich nicht bis jetzt. Ja, okay. Also ich versuche mich nicht so viel Gedanken darüber machen, weil für mich soll es soll nicht wichtig sein. Ja. Also es ist eine Person mit einer Stimme. Ja. Und wir sehen alles verschieden, wie sagt man? Doch, wir sehen alles verschieden aus. Ja, genau. Was denkst du? Also ich bin tatsächlich schon konfrontiert worden im Studium. Da war ich etwas korpulenter. Mhm. Und mir wurde von vielen Seiten sogar angeraten, ich müsse abnehmen, damit ich einfach gewissen Rollenbildern entspreche. Ne? Mhm. Das fand ich natürlich, damals habe ich so gesagt, ja, okay, mache ich. Hm? Scheinbar muss man das für den Job machen. Ja. Gott sei Dank ist mir das in Stuttgart niemals untergekommen, dass ich jemals angesprochen wurde, hey, du bist zu viel, du bist nicht groß genug, du bist nicht blond genug oder irgendwas in der Richtung. Und ich finde das auch sehr wichtig, genau was du sagst. Wir sind vielfältig und es ist viel spannender, wenn wir nicht alle diesen stereotypischen Bildern entsprechen. Genau, weil es wäre so langweilig. Genau, und solange es kann jemand sonst wie korpulent sein, solange er sich gut bewegen kann und eine gewisse Erotik versprühen kann oder was auch immer in dem Moment abverlangt wird, dann ist das sowas von egal, wie dieserjenige aussieht. Ja, ich stimme total zu. Was weißt du jetzt, was du gerne zu Beginn deiner Sängerlaufbahn gewusst hättest? Also, okay, das ist schwierig. Ja. Weil es gibt eigentlich ganz viel. Aber ich sage, ich wünsche, dass jemand mir gesagt hätte, dass es wird gut gehen. Und es ist möglich, Künstlerin zu werden. Weil ich habe so oft gehört, dass du musst einen Plan B haben und also vorbereitet sein, dass es nicht klappen wird. Mhm. Aber ich habe bis heute keinen Plan B. Also ich weiß nicht, es ist möglich. Ja, das ist schön. Ja. Ich glaube, was hätte ich gerne gewusst, dass man echt viel Konditionen braucht teilweise. Dass man an einem Tag Händel singt und am nächsten Tag Wagner. Und dass man einfach wahnsinnig flexibel sein muss und oftmals auf Feiertage verzichten muss. Mhm. Weihnachten, Ostern, Silvester. Stimmt. Ja. Ja. Ist es wert? Es ist es wert, auf jeden Fall.